Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe, der Teilzeit World of Warships Spieler. Und ja, wir haben jetzt mal hier eine Runde mit der Blade. Ein Stufe 3 Schiff zu dieser Halloween-Aktion. Halloween-Special. Hier hinten mit komischen, ja, wie soll man das nennen, Flügel. Ansonsten auch wieder so ein bisschen Steampunk und so ein bisschen... Ja, ich weiß gerade nicht, wie das Schiff heißt, aber es erinnert mich so ein bisschen an schon... anderen Zerstörern, die es so ein bisschen gab, so von der Form. Ne? Die haben wahrscheinlich so nichts zu kompliziert gemacht. Ich denke mal, sie haben sich schon in irgendwelche Grundformen von Schiffen bedient und die nochmal umgearbeitet. Ist aber nicht schlimm. Das Level gefällt mir. Neues Szenario. Ich liebe ja die Szenarien. Und mal kurz zu den Fakten. Wir haben eine Hauptbatteriereichweite von 9,4 Kilometer. Die anderen Schiffe, beiden, die wir haben, Stufe 3 bis, haben eine Reichweite von 11. Torpedos reichen 7 Kilometer weit. Eine Erkennbarkeit haben wir von 6,1. Ich lese nochmal die Hauptaufgabe vor und die Nebenaufgaben. Wir sollen dieses Schiff links von mir, die Transylvania, zu dem Ziel da hinten begleiten. Wir sollen sicherstellen, dass die Transylvania 50% ihrer HP hat oder behält. Ganz wichtig. Und ja, 16 Gegner sollen wir zerstören, Katapulte sollen wir zerstören, zwei haben wir schon zerstört. Und die Transylvania darf nicht zum Stehen bleiben. Das heißt, am besten keiner, ja. Oh, ganz nett. Ach, das war das falsche Schiff. Das ist die Transylvania hier. So, und versuchen wir hier zu überholen. Wir fahren geradewegs auch noch auf ein anderes Schiff zu. Reichweite habe ich seit 7 Kilometer. Das heißt, ich setze jetzt hier mal vor. 1, 2. Also 4 Torpedos können wir rausschießen. Der lebt ja immer noch. Rennt auch nicht die Ratte. Okay. Der hat überlebt. Dann nochmal Feuer. Feuer. Jetzt haben wir Feueralarm, jawohl. Okay, der ist weg. Oh, der lebt noch. Jetzt wollte ich keine Torpedos nachschießen. Ah, wir brennen, wir brennen. An hier lang, wunderbar. Dann machen wir ein bisschen Nebelchen. Vielleicht bringt das ja was. Hörst du auf mich zu schießen, verdammt. Ah ja, Feuerlöschen wäre mal ganz geil. So, ich will mich mal ein bisschen heilen bei der Transylvania, aber es gibt hier schon wieder neue Feinde. Ja. Einfach mal da ein bisschen hinschießen. Unser Ruder ist kaputt. Das können wir ja immer reparieren. Voll daneben die Torpedos oder was? So, das muss jetzt reichen. Ach, jetzt haben wir keine für ihnchen hier. Jetzt brennen wir schon wieder. Feuer!
jetzt müssen wir aber mal zurückfahren, weil sonst sind wir gegrillt hier. Das habe ich als Sekundärwaffe. Ne, gar nicht. Hauptbatterie war nicht von uns. Unser erstes Schlachtschiff haben wir versenkt. So, jetzt brauchen wir ein bisschen Healing. Boah, geh weg mit deinen scheiß Katapulten, Alter. So, das können mal die anderen Schiffe machen, die mit besserer Reichweite. Unterdrückt, wir haben irgendwas unterdrückt, das ist aber schön. Ja, wir brennen, ich weiß. Also können wir löschen. Jackal. Ja. Ich kann auch. Darf ich mich mal reparieren? Wir wollen ja bis zum Ende spielen hier. Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren. Ich weiß nicht, ob ich nicht da bin. Ich bleib lieber in der Nähe der Transsilvania. Schon kaputt, oder? So, wir haben Feinde aufgeklärt. Gut, dann haben wir unser nächstes Ziel. Reichweite waren 7 Kilometer. Machen wir jetzt schon mal. Schon mal 10 Sekunden, dann kommen die nächsten. Aber ich glaube, das war's schon. Gegnerische Schlachtschiff versenkt. So, dann hier, mein Freund. Für dich nur das Beste. Ich drehe mal die Karre, damit wir wieder in der Nähe unserer. Ach komm, wir schießen die Bücher raus. Torpedos kamen noch nicht mal an, ne. So, 3 Katapulte gibt es noch und dann haben wir. Na gut, 2. Und da hinten. Versuchen wir den da hinten nochmal zu erwischen. Dann kommt gleich wieder Rasputin. Viele Ziele. Fangen wir mit ihmchen an. Gucken, ob ich überhaupt eine zweite Salve schießen kann, nicht, dass wieder alle da draufballern und ich wieder hier keinen torpediert kriege. Okay, Sekundärwaffen kommen. Torpedos auf Backbord! Hm, bei uns oder was? Okay, ich drehe mal ein bisschen bei. Ja, ich drehe ja schon. Er lebt ja noch. Ich muss rauslassen. Wobei ich da beisteuere und hier will ich weg. Hier will ich weg. Oh, wer lebt ja immer noch? So. Jetzt brauche ich Torpedos. Hier den nächsten wollen wir haben. Den nächsten, genau den wollen wir haben.
hoch gezielt, halb gewonnen und wir müssen uns heilen. Sind wir gleich Geschichte. Kommen die an? Gegnerische Schlachtschiff versenkt. Ja, ich weiß, ich brenne wie ein Weihnachtsbaum. Kommt er davon? Ja, wann werden die weniger? Ich weiß es nicht. So, Rasputin. Nee, gar nicht. Transylvania. Hat auch schon wieder fast 50% verloren. Nebelwand gelegt. Mann, oh Mann. Kriegen wir das Schiff auch nochmal irgendwann heile durch? Ich sehe hier kreuz und quer Torpedos schießen. Kümmert sich jemand drum? Ich bin vor dem Schiff, das ist gut. So, jetzt habe ich mir mein Ziel ausgesucht. Feuer. Feuer. Vielleicht kriegt die Rasputin auch noch was ab. Jo, wir kriegen wieder dicke Schaden. Boah, Scheißendreck! Da haben wir richtig dicke Schaden gekriegt und er fährt genau dazwischen. Ah! So. Nur noch einer. Nur noch Rasputin. Können wir die Gelegenheit mal nutzen? Ah, da hinten ist noch eine Cis-Casa, aber die ist nicht mehr wichtig. Das ist ja ein fettes Schiff. 4 Kanonentürme, 4 3 Läufe und natürlich heftige Sekundärbatterie. Vorne schön mit dem Totenkopf, mit Hörner. Und hört sich natürlich echt cool an. Hammer? Nee, schade. Transylvania, es wird nichts. Warum bewegt die sich nicht? Rammt doch das Scheißschiff da. Ich weiß nicht, ob es dann auch kaputt geht. Aber die Transylvania fährt ja gerade gar nicht weiter. Das gefällt mir gar nicht. Einfach ein guter Schuss. Ey, rammt dieses Schiff, macht das kaputt, ey. Warum ist ein Blade so weit hin? Ja, gleich haben wir ihn. Igor ist fast weg. Zack, haben wir. Achso, der wartet, bis jetzt Rasputin besiegt ist, oder was? Wollen wir mal kurz über die Map gucken. Überall grüne Glibber oder was das sein soll. Grüne Lava. Ja, haben es geschafft. Möp, möp, genau. Gutes Spiel allesamt. Ja, kann man sagen, ja. Okay. Doch cool aus, das Tor. Und ja. Ich gucke mir jetzt an, wie das Schiff hier ins Ziel fährt. Jetzt können wir uns das auch ein bisschen näher angucken. Auch so Flügel wie die Blade hinten dran. Ist eher so ein Dampfer. Ja, und wieder mal eine Mission geschafft, ein Szenario. Ich habe es zwar nicht überlebt, aber wir haben gewonnen. Die Frage stellt sich nur, wie viele Sterne ich kriege. Aber ich glaube, wenn wir uns das Schiff dann mal angucken. Es hat leider 17.000 von 60.000. Das heißt, da fällt schon mal ein Sternchen weg.
Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwas verpasst haben. Mal gucken. Eins, zwei, drei. Ah! Ja, die Transylvania, warum auch immer, darf ja nicht stehen bleiben. Und die stand ja gerade. Warum stand die? Warum stand die? Darf keiner in ihren Bereich reinkommen, kein feindliches Schiff? Das habe ich noch nicht gerafft. Aber wenn ihr es wisst, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, ich werde jetzt nochmal eine weitere Runde spielen. Dann muss ich auch mit dem Flugzeugträger spielen. Ach, viel, viel zocken. Aber also, macht ja Spaß. Ne? Also, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.